Okay. Ich habe da keine Worte für. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Yep, damit haben wir den Gang freigeschaltet. Und wir gehen da rechts einfach nochmal lang. Ich will da auf jeden Fall nochmal zurückgehen. Das machen wir noch. Heftiger Kampf. Ich wollte den Kampf auch eigentlich schon viel früher machen, wie gesagt, aber der Emulator, der wollte nicht so, wie ich das will. Und deswegen spielen wir das jetzt auf dem SNES X9, 9X oder wie das heißt. Naja, einen anderen Emu. Hallo, hier, schießen. Puh, das war eine Adrenalin. Eine Adrenalinbombe. Komme ich eigentlich hoch? Warte mal. Sieht nicht so aus. Ach. Nein. Gut, wo muss ich denn eigentlich hin? Gucken wir nochmal. Oben komme ich gerade nicht weiter. Unten ins Blaue komme ich zum Beispiel rein. Ja, da könnte ich eigentlich zuerst lang. Aber ich weiß, dass oben in der Nähe von Krateria, da war doch auch noch ein Gang. Na gut, gehen wir halt unten lang. Hier komme ich eh nicht hoch. Bin ich hier richtig? Warte mal. So, erstmal gucken, wo sind wir denn? Ja, dann gehen wir mal unten lang, damit wir das Blaue abarbeiten können. Oh, ich habe immer noch. Nee, da kommen wir gar nicht hin. Da kommen wir von hier gar nicht hin. Wir müssen oben lang. Ich erinnere mich. Okay. Puh. Also das Bild ist jetzt größer bei mir. Ich habe jetzt. Mit diesem Emo habe ich zwei Vorteile. Zum einen ist das Bild größer und der Speicherplatz, der RAM ist zumindest geringer. Ich habe das Gefühl, das Speichern selber ist ein bisschen schwieriger, aber ja, ist eine Gewöhnungssache, denke ich. Vielleicht werde ich aufstehen, ja. Vielleicht werde ich aufstehen. Wir speichern. Ich werde einfach warten, bis die Grafikkarte wieder ein Update ziehen kann. Und das dann nochmal probieren. Bis dahin spiele ich erstmal mit dem anderen weiter, anderem Emu. So. Ich noch richtig? Warte mal. Nach oben. Ja, oder nach unten ist eigentlich egal. Ich gehe mal nach oben. Klar, hat mich doch getroffen. Nee, hier muss ich unten lang. Es gab ja einige graue Türen noch hier in Maridia, von denen ich jetzt einige absuchen möchte. So, das müsste ja eigentlich die richtige Richtung sein. Ja, und was bleibt uns dann noch? Uns bleibt dann auf jeden Fall noch Norfair. Da gab es auch etliche Stellen, wo man nicht hochkam. Da soll ich durch. Muss hier dreimal hoch. Ah, okay. Ich muss den erstmal üben. Ich speichere jetzt einfach mal auf demselben, weil ich noch nicht weiß, wie ich die Speicher ändern kann. Das kann ich bestimmt zuweisen mit dem Knopf, den ich noch nicht gefunden habe. Die ziehen ganz schön viel ab, diese lila Chozos. Ja, es sind doch, glaube ich, Chozos.
Hier müsste es doch weitergehen, ne? Ja. Bingo. Puh. Ja, ich bin immer noch... Ich habe immer noch Spannung mitgenommen. War auch ein fieser Boss. Wo bin ich hier? Und was ist das da? Ich muss mich hier nicht wieder... Hm? Okay. Ah, verstehe. Die Musik genieße ich gerade so ein bisschen. Schön beruhigend. Das brauche ich gerade. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück in die Richtung, wo der Boss war. Aber vorher können wir noch diese anderen blauen Räume fertig machen. Mich nicht alles irrt, führen die sogar in eine Sackgasse. Mist. Au. Okay. Tja, und Maria gab es wie gesagt noch so viele Geheimnisse, dass sie die meisten am liebsten offline machen will. Klammer auf oder gar nicht, Klammer zu. Je nachdem, wie ich noch Lust und Zeit habe, vor allem Zeit. Denn man hat ja nicht immer Zeit, ne? So. Ach, die Geschichte. Okay. Ja, das hat ja wunderbar geklappt. Du sollst doch nur nach oben schießen. Ah. Vielleicht ist der Bildschirm zu groß, aber ich da gerade keine Übersicht gehabt. Hm. Ich hatte das Gefühl, dass er mal kleiner war. So, hier wollte ich hin. Muss ich hier was aufmachen? Sieht nicht so aus. Nee. Ah. Da ich aber Glück gehabt. Da ist jetzt irgendwas aufgegangen. Jetzt müssen wir von der anderen Seite natürlich nochmal hin. Bup, 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 bup. So, hier war hoffentlich nichts mehr. Außer ein paar lästige Rohre. Okay. Ich brauche mal einen neuen Controller. Hm. Beim nächsten Spiel vielleicht. Aua. Da müsste jetzt zumindest Maria alles blaue ausgeschaltet sein. Rot geworden sein. Ach, da geht's auch noch lang. Das machen wir gleich. Erstmal der... Und wozu... Jetzt muss ich erstmal überlegen, wozu ich eigentlich die Dinger freigemacht habe. Deswegen... Ja. Genau deswegen. Ich dachte, in dem Raum gäbe es auch noch irgendwas Schönes. Na gut. Gehen wir mal weiter. Es gab doch in Super Metroid, also im Original, gab es doch so ein Bär oder ein Roboter, ich weiß gar nicht, wie ich das Ding bezeichnen soll. Für mich sah es aus wie ein Bär, so eine Mischung aus Bär und Roboter. Und der hat den ganzen Sand weggeschaufelt. In einem sandigen Gebiet von Maridia. Und dann gab es noch Schildkröten. Hm. Und beide habe ich hier vermisst, aber das hatte ich ja schon mehrmals gesagt. Da war der zum Beispiel diesen Strauß, diesen komischen, wieder dabei. Na, komm schon.
Ah, okay. So, hier falle ich nicht irgendwo durch. Das sieht ganz nach einem Chozo aus. Ohne Geheimnis. Ohne. Na gut, nur ein Chozo. Mann, ach so. Okay. Quick-quack. Das müsste der zweite sein, oder? Der zweite von Maridia? Könnte sein. Sektor 3, Maridia, gesichert. Wächter entwaffnet. Okay. Das ist nichts, ne? Nö. Gut, haben wir zumindest. Ich kann ja gerade mal auf die Karte gucken. Wie viel Chozo wir haben. Ich glaube, ein. Das ist wohl der erste. Tja, wenn wir nicht alle haben, bedeutet das. Oh, dass wir dort nicht weiterkommen. Genau. Ach, diese. Da ist noch eine große Lücke, da wo ich gerade das Zentrum habe auf der Karte. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal hin. Na super. Boah, der Boss war echt heftig. Ich weiß nicht, ob ich die Folgen alle zusammengeschnippelt habe. Aber ich werde jetzt jedenfalls diese ganze Aufnahme davon noch erzählen und zehren. Ganz schön meine Ausdauer drunter gelitten. Ach so, da oben müssen wir noch mal hin. Kommen wir da jetzt lang? Ah, ich könnte rechts rum. Ich könnte auch links rum. Ich glaube, das nimmt sich nichts. Dann gehen wir wieder rechts rum. Ah, ich hätte auch links rum. Ist egal. Ach, ich erinnere mich, das letzte Mal hatte ich ja mit diesem Mockball mich rumgeärgert. Das heißt Speed. Nee, erst doch mal. Doch, genau. Speed-Strecke aufnehmen, dann schnell ducken, zu einer Kugel rollen und weiter Speed. Wie das auch immer gehen soll. Ganz schön viel ab. Da lang? Ja, kann man machen. Ich gerade durch die Wand geschossen? Moment mal, sind das vielleicht Speed-Dinger? Nein? Kann ich da durchlaufen? Nein? Wieso kann ich da durchschießen? Egal. Ich frag nicht weiter. So. Nicht. Das brauche ich dringend. Wo muss ich hin? Nach oben. Okay. Das war knapp. Ich meine, das war natürlich gewollt. Okay. Ich wurde ja schon. Aua. Mir wurde ja schon erzählt, dass nach Maridia längst noch nicht vorbei ist. Bin ich immer gespannt, was da noch kommt. Definitiv werden es harte Strecken sein. Ach, das reicht ja schon, wenn es so ein einfacher Sprung ist wie der hier. Komm schon. Ja. Ich mag diesen Sprung nicht. Diesen Dreher. Ah, okay. Huch, nein. Oh, das ist fies. Das ist fies.